Also wir haben es im Grunde komplett umgekehrt mal gemacht. Und zwar, also ich überspringe jetzt mal ganz kurz die Definition, was ist Transparenz und was nicht. Das fand ich war eben super dargestellt. Man muss, glaube ich, nicht alles wiederholen. Ich habe es versucht, ein bisschen kürzer zu fassen. Aber der entscheidende Punkt ist eben für uns Bürgerinnen und Bürger, legitime Auftraggeberin von Politik und Verwaltung sind. Das heißt, Politik und Verwaltung sind kein Selbstzweck, sondern sie sind für Bürgerinnen und Bürger da. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den man einmal in seinem Kopf bewegen muss. Und über diesen Satz haben mich viele Verwaltungsmitarbeiter, nicht nur in Hamburg, wirklich komisch angeguckt, als ich den gesagt habe. Also das ist leider nicht ganz so selbstverständlich. Wenn man behauptet, Demokratie braucht Transparenz, dann muss man sich natürlich, sollte man sich einmal ganz kurz fragen, warum? Und ich finde, das kann man relativ gut begründen. Also ich bin Politikwissenschaftler, das merken Sie jetzt vielleicht daran, dass ich Jean-Jacques Rousseau zitiere. Aber wenn man eben den demokratischen Grundsatz nimmt und sagt, alle Macht geht vom Volke aus, der ja, glaube ich, hier jetzt erstmal anerkannt ist, den müssen wir nicht nochmal in Frage stellen, und dann Francis Bacon dazu nimmt und sagt, Wissen ist Macht, ich glaube, dann kommt man relativ schnell dazu, dass wir dann die Schlussfolgerung ziehen müssen, dass Wissen eben frei zugänglich sein muss, wenn wir es Demokratie im 21. Jahrhundert verwirklichen wollen. So, jetzt ganz kurz zu der Frage, wie ist das Ganze entstanden, und da will ich ein bisschen den Prozess dran aufbauen, wie Hamburg eben, wie wir da Stück für Stück dran gearbeitet haben. Es gab im Juni 2011 ein erstes Treffen. Das waren Leute, das war ich und noch jemand anders von Mehr Demokratie. Wir haben irgendwie Leute eingeladen von Transparency International, aus der Piratenpartei in Hamburg, aus der Open Data Bewegung. Der Chaos Computer Club saß dabei. Also es war wirklich so ein breites Bündnis von Menschen, die sich einfach zusammengesetzt haben und gesagt haben, hey, es gibt hier so und so viele Informationen und wir als Bürgerinnen und Bürger kommen da eigentlich nicht ran. Da müssen wir was machen. Haben wir uns hingesetzt und haben einfach mal just for fun angefangen, einen Gesetzentwurf zu schreiben. Natürlich, also keiner von uns war Jurist. Es war Kraut und Rüben, das hätte so gegen kein Gericht standgehalten. Aber wir haben dann natürlich uns Stück für Stück auch Expertise dazu geholt und das Gesetz ist Stück für Stück besser geworden. Und die Version, die jetzt hier ausgeteilt ist, da sind natürlich auch schon viele Sachen deutlich weiterentwickelt im Gegensatz zu diesem ersten Treffen. Der nächste Schritt, den wir dann gemacht haben, ist, wir haben eine Volksinitiative angemeldet, also sprich, wir haben in Hamburg ein dreistufiges Volksgesetzgebungsverfahren. Bei der Volksinitiative mussten wir innerhalb von 6 Monaten 10.000 Unterschriften sammeln, um dieses Gesetz eben durch die erste Stufe zu bringen. Wir haben dann innerhalb von 6 Wochen über 15.000 Unterschriften gesammelt, haben diese dann eingereicht und mitsamt unseres Gesetzentwurfs das Ganze damit in den Justizausschuss vorgestellt, also des hamburgischen Landesparlaments. Also wir reden hier immer über das Bundesland Hamburg, das ist ja nicht nur eine Stadt, sondern gleichzeitig auch ein Bundesland ist. Haben nach dieser Anhörung im Justizausschuss das Gesetz nochmal überarbeitet. Da gab es einige Schwächen im Bereich schutzpersonenbezogener Daten, auch im Bereich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Da hat man dann eben doch gemerkt, wir sind keine Juristen. Da kamen dann plötzlich so ein paar Urteile auf uns eingeprasselt, wo wir sagten, okay, da müssen wir nochmal ein bisschen nacharbeiten. Aber das ist was, wo ich definitiv auch festgestellt habe, super. Also wir haben uns hingestellt, haben die Idee gehabt, dann haben wir gesagt, da müsst ihr aufpassen, dann haben wir das berücksichtigt und haben eben das wiederum in das Gesetz einfließen lassen. So, der weitere Plan war relativ gut und sauber vorgezeichnet. Wir hatten im September 2012 jetzt das Volksbegehren gehabt und ich hätte gedacht, ich sitze in meinem Büro und bin nur darauf fokussiert, dieses Volksbegehren vorzubereiten, damit wir dann eben als letzten Schritt 2013 ein Volksentscheid parallel zur Bundestagswahl haben. Das war der Plan, wie wir ihn hatten. Jetzt hat sich die Landesregierung gesagt, Mensch, ein Volksentscheid zum Thema Transparenz, parallel zu einer wichtigen Wahl, das bei gerade stärker werdenden Piraten. Vielleicht gucken wir uns das Thema doch nochmal an. Und so kam das Ganze dann ein bisschen anders. Und vor ungefähr 2 Wochen wurde das Gesetz dann in der hamburgischen Bürgerschaft, also im Landesparlament, verabschiedet. Also es ging dann relativ schnell. Also wir haben dann wirklich so 3-4 Wochen mit denen verhandelt, haben uns so 1-2 kleine Kompromisse aushandeln lassen, aber im Endeffekt hat uns der Erfolg wirklich überrascht und man muss dazu sagen, einstimmig. Also das gesamte Parlament hat das einstimmig verabschiedet, weil sich keiner getraut hätte, bei diesem Thema außen vor zu stehen. Also das muss man wirklich ganz klar so sagen. Warum überhaupt ein Transparenzgesetz? Transparenz ist ein hoher Wert, es wird immer von vielen genannt, aber es kann irgendwie auch nicht als Selbstzweck stehen bleiben. Deswegen haben wir uns, bevor wir angefangen haben, ein Gesetz zu schreiben, überlegt, was wollen wir eigentlich machen? Und da erkennt man jetzt natürlich auch so ein bisschen die Gründungsorganisation wieder. Also wir hatten Leute von Transparency International dabei, die haben natürlich gesagt, wir müssen Korruption und Manipulation verhindern, können wir sie nicht, also müssen wir sie erschweren. Und da ist eben das Beste, was man machen kann, Subventions-, Zuwendungsbescheide, Verträge und so weiter, ab ins Internet damit.
Ja, also klar, den Weg gehen. Wir wollen Steuerverschwendung ganz klar reduzieren. Also was in Behörden für Projekte rausgegeben wird, da wollen wir eben ganz klar sehen, wo wird da was gemacht. Kostenbewusstsein wird, glaube ich, ganz stark dadurch gestärkt, dass Menschen in Verwaltung wissen, alles, was ich hier mache, kann nachvollzogen werden. Ob das nachvollzogen wird, ist eine ganz andere Frage, aber dann die Möglichkeit macht es. Dann Bürokratie abbauen. Wenn ich mit Menschen bei uns, ich glaube, das ist überall sehr ähnlich, spreche und die sagen, ich habe Informationen aus einer anderen Behörde gebraucht, die sitzen Monate daran, offizielle Wege zu gehen, um Informationen aus anderen Behörden zu bekommen. Und dort, wo es Informationsregister und Ähnliches gibt, dann werden die mal zuallererst von der Verwaltung und am meisten von der Verwaltung genutzt, um an ihre eigenen Informationen wieder ranzukommen. Das heißt, man kann hier wirklich auch massiv Kosten sparen. Ist zumindest unsere Überzeugung. Andere sehen das mal anders, aber ich bin davon fest überzeugt. Dann das Thema Politikverdrossenheit ist genannt worden. Ich glaube, dass man hier auch ganz stark Vertrauen wieder stärken kann. Das war ja auch unser Slogan, war Transparenz schafft Vertrauen. Also da haben wir auch ganz stark darauf abgezielt, dass wir eben gesagt haben, damit können wir Vertrauen in Politik und Verwaltung ein Stück weit wiederherstellen. Und eben dieses, ich weiß ja gar nicht, was die tun, ich bin ohnmächtig, Gefühl, ein Stück weit zurücknehmen. Das ist natürlich nicht das Allheilmittel und die Welt wird dadurch nicht zu einem endgültig besseren Ort, aber ich glaube, ein Schritt in die richtige Richtung wäre, ist das auf jeden Fall. Und zu guter Letzt, Mitbestimmung erleichtern. Mehr Demokratie kümmert sich sehr viel um Mitbestimmungsmöglichkeiten und direkte Demokratie in Deutschland, auch wenn wir nicht ganz so weit sind wie in der Schweiz. Wir versuchen uns dort Stück für Stück dran zu ernähren, aber der erste Schritt zur Mitbestimmung ist natürlich immer Information. Ich brauche die Information. Wenn ich mich in meinem Bezirk, in meiner Kommune um die Ecke um einen Bebauungsplan kümmern möchte, dann muss ich erstmal diesen Bebauungsplan einsehen können, bevor ich mich überhaupt einbringen kann. Deswegen ist es eben wichtig, dass diese Informationen zentral verfügbar gemacht werden. So, ganz kurz zur Ausgangslage. Es gab in Hamburg ein sogenanntes Informationsfreiheitsgesetz, wie sie ja weltweit in vielen Orten existieren. Das heißt, wir hatten bereits ein solches Gesetz. Wir waren schon weiter, als sie heute in Österreich sind. Das muss man dazu sagen. Wobei ich das Gefühl habe, dass sich hier aktuell sehr viel bewegt. Das kann ich nicht detailliert bewerten. Aber es gab eben in diesem Informationsfreiheitsgesetz Informationen immer nur auf Antrag. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr bürokratisches Verfahren. Wir müssen erstmal herausfinden, wer hat diese Informationen überhaupt? Wen muss ich da ansprechen? Ich schreibe einen Antrag, muss dann für diesen Antrag, wenn er erfolgreich ist, eine Gebühr bezahlen, habe mindestens einen Monat Bearbeitungszeit und das Ganze immer unter der Voraussicht, dass, sobald ich wirklich brisante Informationen haben möchte, ich mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit irgendeinen Grund finde, warum ich das Ganze nicht bekomme. Das heißt, de facto hat dieses Gesetz nicht funktioniert, muss man einfach ganz kurz so zusammenfassend sagen. Das heißt, wir haben dieses passive Gesetz, das Gesetz wird nur dann angewendet, wenn Menschen aktiv werden, geändert, in ein aktives Gesetz. Das heißt, das Gesetz erfordert von sich aus Handlung und fordern eben ganz klar, dass Informationen in einem Informationsregister eingestellt werden können, wo Menschen von sich aus spontan, schnell, kurzfristig auf diese Informationen zugreifen können. Dieses Informationsregister haben wir noch relativ genau definiert. Das ist eigentlich so ein bisschen der Kernbestand dieses Gesetzes, dass wir eben sagen, dieses Register muss eingeführt werden. Darin müssen sämtliche Veröffentlichungen in offenen Formaten natürlich, muss ich jetzt hier nicht, glaube ich, nicht zu detailliert drauf eingehen, in offenen Formaten stattfinden. Es gibt eine freie Weiterverwendung, das heißt, alles, was da ist, kann frei weiterverwendet werden und das Ganze muss maschinell durchsuchbar sein. Also Volltextsuche etc. pp. Es gibt solche Register, also das ist ein Beispiel aus Bremen, die haben so ein Register, das Register ist wirklich schön. Das Problem, was die Bremer dabei haben, ist, dass in dem Register zu wenig Informationen stecken. Also sie haben ein schönes Register, aber keine Informationen. Da haben wir natürlich versucht dran zu denken. So, wen betrifft das Ganze? Das hatten wir ja vorhin jetzt schon gehört, dass es 5000 in etwa Behörden waren, die das Ganze jetzt bei Comaustria betreffen. Wir wissen gar nicht, wie viele es sind. Das sagen wir auch offen. Weiß aber sonst auch niemand. Also wir haben natürlich die ganzen klassischen Behörden, also sämtliche Senatsverwaltungen etc. pp. Wir haben aber darüber hinaus auch davon natürliche und juristische Personen des Privatrechts erfasst, eben wenn sie öffentliche Aufgaben wahrnehmen und mehrheitlich von der Stadt kontrolliert sind. Das heißt Wasserversorgung, Energieversorgung etc. pp. Alles, was diese beiden Bedingungen erfüllt, muss aktiv veröffentlichen. Sobald sie nur eine Bedingung erfüllen, das heißt zum Beispiel, das ist, betrifft Hamburg die Krankenhäuser, die wurden privatisiert, ist aber immer noch eine öffentliche Daseinsvorsorge, müssen sie immer noch auf Antrag alles zugänglich machen. Da haben wir eben so eine Abstufung kurz gemacht. Ansonsten habe ich jetzt eben gesagt, das Problem in Bremen ist, sie haben ein tolles Register, aber keine Informationen. Wir haben in unserem Gesetz eine sogenannte Positivliste eingefügt und haben gesagt, diese Sachen müssen mindestens
veröffentlicht werden. Und das sind eben Senatsbeschlüsse, also von der Landesregierung. Diese Beschlüsse waren bisher nicht öffentlich. Das heißt, sie haben Sachen beschlossen und konnten am Ende selber entscheiden, machen wir es eigentlich zugänglich oder nicht. Das sind Verträge, da gehe ich gleich noch ein bisschen zu ein. Das sind Gutachten, das sind Zuwendungsbescheide, Statistiken. Es sind relativ insgesamt 15 Sachen, die wir dort definiert haben, die mindestens veröffentlicht werden müssen. Dazu gibt es eine Sollveröffentlichung für weitere Informationen und eine sogenannte Öffnungsklausel. Das heißt, wir sagen, alle Informationen von öffentlichem Interesse, das definieren wir dann auch, zum Beispiel, wenn es eine Mediendebatte gibt, wenn Sie Unterschriften sammeln, dann können Sie mal sagen, hier gibt es ein öffentliches Interesse, deswegen muss das jetzt auch veröffentlicht werden. Und alle anderen Informationen, die nicht in dieser Liste drin sind, können weiterhin natürlich auf Antrag zugänglich gemacht werden, sofern kein Ausnahmetatbestand erfüllt ist. Bei Vertragsveröffentlichung, das war so ein bisschen der Kompromiss, den wir mit Ihnen gemacht haben. Da geht es jetzt nur noch in Anführungsstrichen um die Daseinsvorsorge. Wir hätten gerne alle Verträge gehabt, das ließ die Landesregierung mit sich nicht machen. Und wir haben dann aber am Ende gesagt, okay, auf diesen Punkt verzichten wir, dafür kriegen wir unser Gesetz ansonsten nahezu unverändert durch. Und dabei geht es aber eben um alles, was Daseinsvorsorge im weitesten Sinne betrifft. Also auch Bildungseinrichtungen, Kultureinrichtungen, ist ein relativ breit definierter Begriff. Und es gibt eine sogenannte Bagatellgrenze, dass wir gesagt haben, alle Verträge unter 100.000 Euro müssen ebenfalls nicht veröffentlicht werden. Was glaube ich, ein Stück weit ein Novum ist, dass wir sagen, sämtliche Verträge, die unter diese Veröffentlichungspflicht fallen, müssen einen Monat vor Inkrafttreten veröffentlicht werden und die Stadt muss sich eine Rücktrittsklausel einbauen lassen. Das heißt, wenn Sie dann in dieses Register reingehen und sagen, Mensch, das ist doch ein Vertrag, wo ich glaube, der ist für die Stadt negativ, dann können Sie damit, wir leben zum Glück im Zeitalter des Web 2.0, einen großen Shitstorm, heißt das ja heutzutage, lostreten und sagen, lieber Bürgermeister, machen Sie diesen Vertrag rückgängig. Und diese Klausel haben wir eben im Gesetz drinstehen, dass die Stadt sich das in Zukunft bei den Verträgen einbauen lassen muss. So, wie sowas aussehen kann, sieht man von hier aus gar nicht so weit, von uns relativ weit weg in der Slowakei. Die haben einen sogenannten Anti-Corruption Act. Da müssen sämtliche Verträge, also man sieht ja auch 0 Euro Gegenstandswert, trotzdem müssen alle Verträge im Internet in einem Register, ich kann nicht verstehen, worum es geht, aber so viel konnte ich nachvollziehen, verfügbar gemacht werden. Das war definitiv ein Vorbild, an dem wir uns orientiert haben. Dann gibt es natürlich Ausnahmen, ich gehe jetzt nicht auf alle ein, ich will kurz so ein paar abreißen. Es geht einmal um den Datenschutz natürlich, da sagen wir, personenbezogene Daten, damit meinen wir jetzt nur persönliche, keine juristischen Personen, das habe ich gerade gelernt, dass das offensichtlich anders gesehen wird, müssen in den Veröffentlichungen unkenntlich gemacht werden. Ausnahmen, es gibt natürlich einen eingeschränkten Zugang auf Antrag, das heißt, wenn ich begründen kann, warum ich ein Interesse habe, ein schutzwürdiges Interesse, dann kann ich natürlich an die Informationen kommen. Und Vertragspartner, wichtiger Antikorruptionsaspekt, werden nicht unkenntlich gemacht. Das heißt, wenn ich einfach einen Vertrag mit der Stadt schließe und die Stadt bezahlt mir ein Vortragshonorar von 200.000 Euro, dann habe ich kein Recht darauf, dass mein Name anonym bleibt. So, weitere Ausnahmen wichtig sind eben die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Da haben wir es erstmalig gemacht, dass wir in einem Gesetz genau definiert haben, was ist eigentlich ein Betriebs- oder ein Geschäftsgeheimnis. Bisher stand das immer als Ausnahmeklausel in sämtlichen Gesetzen drin, also sofern Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse betroffen sind, wird nicht veröffentlicht, aber niemand hat mal genau gesagt, was ist das eigentlich? Und dadurch konnte die Verwaltung bei sämtlichen Informationsanfragen einfach sagen, Betriebs- und Geschäftsgeheimnis wird nicht veröffentlicht. Also haben wir uns hingesetzt, relativ lange gesucht und haben irgendwann ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts gefunden, die eben gesagt haben, Informationen, bei denen dem Dritten oder einem Vertragspartner ein erheblicher Schaden entstehen würde, dann kann man von einem Betriebs- und Geschäftsgeheimnis sprechen. So, das Verfahren ist relativ verwaltungsfreundlich, finde ich. Wir sagen nämlich, wenn ich als Privater dieses Interesse geltend machen möchte, dann muss ich sagen, Paragraph 3 des Vertrages beinhaltet Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, also wird dieser nicht veröffentlicht, lege das Ganze getrennt vor und dann steht in dem veröffentlichten Dokument, steht ja nur drin, Paragraph 3 beinhaltet Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Das ist das Verfahren, wie es im Gesetz vorgesehen ist. Trotzdem können auch Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse veröffentlicht werden, wenn das Informationsinteresse, das Geheimhaltungsinteresse deutlich überwiegt. Also das ist hier ein Abwägungstatbestand, aber ab einem gewissen Niveau sagen wir, wenn es zum Beispiel explodierende Kosten bei Bauvorhaben gibt, dann kann man nicht mehr sagen, ich möchte jetzt hier aber nichts mehr veröffentlichen oder ähnliches. Gut, das heißt, wir haben bis jetzt diesen Weg gehabt, wir haben das Ganze jetzt vor 2 Wochen einstimmig verabschieden lassen, dieses Gesetz. Der weitere Weg ist, dass das Gesetz jetzt binnen eines Monats dann von der Landesregierung verkündet werden muss.
Ein weiterer Kompromiss, auf den wir uns eingelassen haben, ist, dass das Gesetz erst in 3 Monaten in Kraft tritt. Haben wir gesagt, ist okay, wenn wir nicht mehr ein Jahr Kampagne machen, geben wir ihm diese 3 Monate. Und die Übergangsfrist bis zur Einführung des Informationsregisters, das wurde von einem, das wussten wir selber, dass sie das nie schaffen würden, auf 2 Jahre gestreckt. Das sind im Grunde so ein bisschen die Kompromisse, die wir auch bis auf diese Vertragsveröffentlichung gemacht haben. Ja, ansonsten das vielleicht so in der Kürze. www.transparenzgesetz.de, da finden Sie alle Informationen. Ansonsten vielleicht ein Aspekt, den ich jetzt in der Präsentation gar nicht so drin hatte, aber der vielleicht auch noch interessant ist, ist, dass wir dieses gesamte Gesetz in einem Wiki geschrieben haben. Also wir haben uns, wie gesagt, im Juni erstmal zusammengesetzt, haben jetzt im Grunde so 4-5 Monate an diesem Gesetz rumgeschrieben, haben uns da so alle 3 Wochen ungefähr auch natürlich getroffen. Aber ansonsten ist das Ganze, also müssen Sie einfach mal bei Google eingeben, Wiki-Transparenzgesetz, dann finden Sie gleich als erstes finden Sie in unserer Wiki, wo Sie sämtliche Protokolle einsehen können, wo Sie sämtliche Gesetzesversionen einsehen können, also wo wir wirklich relativ lange mit diesem Wiki gearbeitet haben und es wirklich offen gestaltet haben. Und es gab auch Menschen, von denen ich bis heute nicht weiß, wer sie sind, die aber in dieses Gesetz irgendwelche Sachen reingeschrieben haben, die uns dann teilweise überzeugt haben, teilweise nicht überzeugt haben. Also es war wirklich so ein kollaborativer Prozess, wo wir wirklich, glaube ich, am Ende erstmalig es geschafft haben, von unten eben klar zu definieren, liebe Verwaltung, das müsst ihr veröffentlichen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Wir haben hier jetzt wirklich einen klaren gesetzlichen Rahmen und es kann nicht mehr aus politischen Gründen entschieden werden, das veröffentliche ich und das veröffentliche ich nicht. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den wir geschafft haben. Danke.